Jo, pack mal, es gehen wir in den 11. Spieltag. Doch, bevor wir das tun, schauen wir natürlich zurück. Ich hatte jetzt nicht so gut abgeschnitten am 10. 3, 4, 5 meine Quotenpunkte. Der Woody hat mich geschlagen, holt langsam auf. 9,05 hat er. 50 Teilnehmer hatten wir. Ihr dürft natürlich auch diesmal alle gerne wieder mitmachen im angepinnten Kommentar, Regelwerk und Copy-Paste-Vorlage. Hier haben wir die Top 5 eingeblendet und wir haben auf der 1 Class on Grass, Glückwunsch, 14,75 haben gereicht. Auf Platz 2 Marino Frings, 14,30. Auf Platz 3 Jessica Zeiler, 13,55. Auf Platz 4 Stone 07 mit 13,40. Und den fünften Platz teilen sich Elatan und Tiger 21. Die hatten jeweils 12,95. Glückwunsch allesamt, gute Werte. Ich leider weit von entfernt, aber versuchen wir unser Glück mal wieder. Hier sind die Quoten eingeblendet und wir beginnen mit der Freitagspartie Mainz gegen Köln. Mainz, ja, die mussten unter der Woche im Pokal ran, Köln nicht, aber ich glaube, das bringt den Mainzern eher zusätzliche Energie in der Sturmreihe. Die Qual der Wahl mittlerweile bieten sich alle an. Ingwertsen mit dem Treffer, Burkhardt lauert ja auch schon wieder. Ja, muss man mal schauen, wer da spielt. Ich glaube, es ist Zeit, dass Mainz dann auch diesen Schwung mitnimmt und ja, auch zuletzt ja auswärts bei Werder gewonnen. 2:1 gegen Köln gewinnen wird. Ich gehe auf den Heimsieg und bin gespannt, was der Woody sagt. Der Woody sagt, das X, ja, das wäre die andere Option auch für mich gewesen. Die TSG, die spielt gegen den FC Bayern und das ist unser erstes Spiel am Samstagnachmittag. Ich sage, es gibt ein 2:3. Die Bayern müssen dranbleiben an Union. Deswegen gibt es da kein anderes Thema. Mit Vogt, der ist ja gelb gesperrt bei der TSG. Wäre ich vielleicht auf ein X gegangen, die Quoten in die Richtung sind natürlich verlockend. Aber nee, die Bayern, die machen's, deswegen der Auswärtssieg. Der Woody dazu, sagt das X. Gut, dann haben wir Bayer Leverkusen gegen die Wölfe. Da gehe ich auf ein X, tippe ein 1:1. Die Wölfe, absolut kein Lieblingsgegner daheim für Bayer Leverkusen. Deswegen schauen wir da mal. Die Wölfe haben sich unter der Woche halt ja, positive Energie geholt im Derby gegen Braunschweig, im Pokal locker weiter. Und Leverkusen konnte endlich mal in Ruhe arbeiten. Das kann natürlich Vorteile geben für Alonso und sein Team. Hincapié wird fehlen, der ist gesperrt. Ja, 1:1, erste Anzeichen einer Besserung sehe ich dort schon, aber für einen Sieg wird es für Leverkusen nicht reichen. Die Siegquote ist ja auch nicht gut, muss man anders machen. Der Woody dazu. Er sagt sogar Auswärtssieg Wolfsburg. Ja, will ich auch nicht ganz ausschließen. Freiburg gegen Werder Bremen, da gehe ich auf die 1, tippe ein knappes 2:1. Ja, ich denke, Werder und Freiburg mussten ja beide in die Verlängerung. Freiburg hat es positiver für sich gestaltet. Ja, Werder ein paar Körner gelassen, dann auch ein bisschen Unruhen gehabt, auch mit Schiri-Entscheidungen. Dann die Duxch-Geschichte. Ja, sieht ein bisschen blöder aus, wenn man irgendwie samstagabends feiern ist und man als Verein auferlegt hat, ja, Autogrammwünsche werden am Trainingsplatz nicht mehr erfüllt. Ja, Grund sind natürlich die Corona-Geschehnisse und die steigenden Zahlen. Kann ja ein ganzes Team sprengen, deswegen ja, muss man da weiterhin ein bisschen vorsichtig sein und sicherlich auch ja, ein Grund für diese Disziplinarmaßnahme. Leichte Unruhe, klar, Werder auswärts wirklich ein gutes Team, aber Freiburg sollte das machen, sich darauf konzentrieren. Diesmal werden sie auch sicherlich die erste Garde von Anfang an bringen, um früher Tore zu finden. Der, wo die dazu sagt, ebenfalls Freiburg-Sieg. Dann haben wir den BVB gegen den VfB. Der BVB hat sich wirklich schwer getan da im Pokal. Ein Wunder, dass sie keinen Gegentreffer bekommen haben. Diesmal war der Kobel wirklich Gold wert. Und ja, da gehen sie natürlich mit viel Kritik in dieses nächste Bundesligaspiel. Und bei Stuttgart läuft's. Schönen, sauberen Sieg dagegen. Die DSC Arminia Bielefeld hingelegt und ja, zuvor ja auch schon das 4:1 gegen Bochum. Also sie treffen jetzt wirklich auch das Tor. Und ja, das wirkt einfach alles nach einer guten Stimmung. Ich denke dennoch, der BVB ist in solchen Situationen dann eigentlich auch recht stark, vor allen Dingen vor heimischer Kulisse. Vor dem Spiel gegen City sollte man da schon einen Heimsieg einfahren. Ich tippe ein 2:1 und ja, der Woody sagt dazu. Das X. Gut. Dann haben wir Augsburg gegen RB Leipzig. Da gehe ich auf ein 1:1 aufs X. Ja, weil RB Leipzig ist
auswärts wirklich keine Wucht. Dann haben sie nächste Woche ja auch das schwere Spiel gegen Real Madrid und da bin ich mal gespannt, ja, wie die Markenbotschafter da so gewichten. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass die da halt eher so semi-motiviert sind. Bundesliga ist sicherlich für manche Spieler halt so, ach ja, machen wir so am Rande. Champions League ist wichtiger. Nkunku fraglich ist natürlich auch so eine Personalie und ja, seitdem Leimer auch fehlt, muss man sagen, RB Leipzig einige schwächer, auch wenn es da im Pokal wirklich keine Probleme gab. Augsburg hat dagegen gehalten gegen Bayern. Ja, ein Unentschieden halte ich da schon für durchaus gut möglich. Der Mutti dazu sagt sogar den Heimsieg, hatte ich auch überlegt. Dann haben wir Gladbach gegen die SGE, das Topspiel am Samstag. Sage ich, es gibt ein 2 zu 2. Klar, die Gladbacher müssen auf Sommer und Hofmann verzichten. Das wiegt schwer. Allerdings sind sie zu Hause gut. Die SGE, ja, hat auch die Champions League natürlich in Gedanken dabei. Ja, ein Unentschieden habe ich auch quotentechnisch hier als die beste Wahl auserkoren. Der Woody sagt dazu sogar Heimsieg. Gut, dann haben wir am Sonntag die erste Partie. Das ist Bochum gegen Union Berlin. Da sage ich ebenfalls 1 zu 1. Ja, ein bisschen auch Quotenentscheid. Die Quoten auf Union Berlin sind nach wie vor wirklich hoch, in Anbetracht, dass die natürlich Tabellenführer sind. Aber Bochum daheim, haben wir ja gesehen, gegen Frankfurt, haben überrascht und ich denke, die werden da alles reinballern. Keine Doppelbelastung unter der Woche. Das Pokalspiel in Elversberg. Ja, wurde ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient gewonnen. Union, Hausaufgaben gegen Heidenheim, ganz easy da runtergeschraubt. Ja, ich sehe dann ausgeglichenes Spiel, weil ja die Kräfte irgendwann ja auch mal bei Union dem Laufwunder nachlassen sollten. 1 zu 1 bleibe ich dabei. Der Woody dazu sagt ebenfalls das X. Dann haben wir die letzte Partie. Hertha gegen Schalke 04. Und bei Schalke, ja, ich kann noch keinen neuen Trainer präsentieren. Da wird wohl auch der Interimstrainer, ja, also der Co-Trainer am Sonntag in Berlin auf der Bank sein, wie man hört. Und ja, Hertha wird Zeit und ist, glaube ich, bereit für den ersten Heimsieg. Wird eine knappe Nummer, weil Schalke wird sich sicherlich anders präsentieren. Das Team hat ja auch so ein bisschen gegen Kramer gespielt. 2 zu 1 tippe ich hier mal. Der, wo die sagt, ebenfalls die 1. Gut, dann haben wir sie alle beisammen. Hier nochmal zum Abschreiben. Jetzt hat ihr gefragt. Da unten gibt es Kommentarfelder. Lasst doch gerne ein Däumchen hier. Abonniert den Kanal. Ja, wir sehen uns als nächstes wieder mit den Sportwetten fürs Wochenende. Vielleicht machst du wieder zweiteilig. Schau mir alles in Ruhe an. Heute sind ja noch Spiele in La Liga, Premier League und so weiter. Will ich erstmal alles rund abschließen, mir einen Überblick verschaffen. Aber ich denke, morgen gibt's was. Gut, bis denne. Tschö.